An Moranstein. An der Mauer beißt die Kälte. Ich habe den Eindruck, dass die Kälte nun nach Süden zieht und auch dort beißend sein wird. Man mag fast sagen, wie erhofft. Ich sehe, dass unsere Nachtwache eine wichtige Aufgabe erfüllt und dies auch dem Haus Fahlmund nützt. Da habe ich veranlasst, Lord Mormont eine Spende zukommen zu lassen. Dies erscheint mir nur recht und billig. Es gab aber noch eine wichtige Sache, unsere Handelspartner in Braavos betreffend. Wir haben dort in einem namentlich nicht erwähnten Verkäufer womöglich eine unglückliche Wahl getroffen, der uns Ungemach verursacht. Seid auf der Hut. Berichtet vom Stand eurer Unternehmung. Ich reise in die Weite zum Haus Griffenstein. Marten Fahlmond.